der Verarmung der einheimischen Bevölkerung, der maßlosen Teuerung, die über unser Land hereingebrochen ist und die viele Familien, die seit Jahr und Tag in Deutschland arbeiten, bereits heute in die Armut oder an den Rand der Armut getrieben hat. Erstens fehlt das Geld für einheimische Familien deshalb, weil es für Hunderttausende Unberechtigter in den Sozialsystemen ausgegeben wird. Es wird zu Milliarden und Millionen ins Ausland verpulvert für den Krieg in der Ukraine, für unsinnige Entwicklungshilfeprojekte in aller Herren Länder. Auch hier fliegt unser Geld in Größenordnungen aus dem Fenster.